Chat, Alter, geht schon los hier, glaube ich. Herzlich willkommen zum heutigen, wie heißt das, Title Tuesday? Wir müssen schnell Züge machen. Let's go! Gehen wir spielen wir? Archibald Cerveza? War früher auch mein Screenname. Aber muss sich dann ändern. Wir spielen hier schön sizilianisch. Gegen Archie. Wunderschönen guten Abend, ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen, mein Name ist Jan Gustafsson. Wir spielen wie jeden Dienstag erfolgreich und gut gelaunt Title Tuesday. Das ist der Plan. Bin gerade aufgestanden, einen Schluck Kaffee. Er macht Bauer vor. Was mache ich? Mache ich auch Bauer vor? Oder? Irgendwann muss der Bauer ja mal vor. Ist eine studiose Situation. Wie ist euer Eindruck? Wirkt studioses mäßig. Ist mir schon wieder schlecht? Das wäre gemein. Geht doch gerade los. Kann ich jetzt schon schlecht stehen. So. Er schlägt, wir schlagen. Läufer zurück. Tja. Ist ja auch zurück, ne? Archibald. Stimme. Bisschen schlechter. Geht vielleicht, ne? Wer weiß. Er kann aber auch links wie rechts, ne? Ups. B8 Läufer E2 wird dumm, ne? Was dann? Mir fällt nichts ein. Kein schöner Zug, aber mir fällt nichts ein. Fällt mir auch nichts ein. Tauschen wir alles, oder? Ich stehe ein bisschen schlechter, leider. Ich würde euch lieber besser stehen. Aber es macht nicht den Eindruck. Auf ein wunderschönes Feld.
Greift aber meine Sachen an. C4, spielen wir nicht C4. Wahrscheinlich nicht, ne? Wir mit aktive Züge gesagt? Was wir gesagt haben. Lauf los, kleiner Debauer. So, Chat, 100%. Mal Schluss für heute. Was brauche ich so? Ich denke, wie üblich perfekt gespielt auch. 89%. Neuer persönlicher Rekord. Aber zum Glück noch nicht suspect. Was war falsch? Wo kriege ich Engine? Hier kriegen wir Engine. So. D5 ist sogar richtig, sagt er. Hier muss ich mit dem Bauern schlagen. Ne? Also ich befürchte, ich fiel mir nicht so. F6 war falsch. Ah, okay. Sah so normal aus. Da war C4 auch nicht so schlau. Da war F5, ja, okay, das verstehen wir. Jetzt muss ich ein bisschen leiden. Aber da hat Archie ein bisschen den Faden verloren. Das war auch schon wieder ungenau. Du hast aber auch immer viel rumzujammern. Engine, Alter. Na, hier hätte ich E4 spielen sollen, hätte man drauf kommen können. Na, jetzt sah es gut aus. Okay, schön gespielt, Jan. Was brauche ich los, Chat? Ich habe Sonnenbrand. Hab rote Arme. Ich dachte, ihr als Chat, ihr seid dann die rote Arme-Fraktion. Nee, kann man nicht sagen, ne? Ich bin gestern bisschen ungeplant 3 Stunden durch die Sonne Rad gefahren. Und zack, schon alles verbrannt. Trägst immer so im Urlaub über einen Schrimm. Ich bin ja nicht im Urlaub, ich bin in Hamburg City. Wir lassen Rad. Ne, ich war lange unterwegs. Ich habe noch ein anderes motorisiertes Fahren mit dem E-Bike. Warum kein Gym? Was ist das schon für eine Frage? Warum Urlaub sein? Ich brauche auch Urlaub. Like the bike. Cool, wer sagt, was mit Magnus los? Weiß ich nicht, ey. Für mich spielt Magnus im Moment nicht wie ein Schachweltmeister. So, geht schon wieder weiter. Emote only, dies, das, ihr kennt es. Spiel mal D4, E4, wir spielen mal D4. Was noch heutzutage?
Was hier los? Man weiß es nicht, ne? Soll ich hier A4 spielen? Irgendwann muss ich hier mal CDA4 A4, oder? A4 geht halt immer DC, BC, B4, C5. Ich weiß nicht, was so schlau war. Nehmen wir es immer. Mal weg. A5 kann man machen. Schalter. Will schon wieder Streit. Geht um C2 aber auch ein bisschen lame. Gebe ich ja zu. Aber nicht so doll aus. Ich verwende mir einen doll aus. Dame, du bist dran. Mal Sachen an. Spitze 5 hatte ich auch wieder nicht gesehen. Uah. Hier hin. Ich weiß nicht, warum hier hin, ehrlich gesagt. To self, nicht da mal H2 gleich einstellen. Note to self, ach komm, mach da mal H2. Ich rechnen könnte. So, 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 kann man taken, oder? Denk du nach. Da Satku nur davon. Eddie, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen zum Title Tuesday. Ich spiele hier gut gelaunt, erfolgreich, entspannt Schach. So wie ihr es kennt. Was ist bei euch los? So kann ich den Läufer wegnehmen? Ja, ne? So kann ich probieren, mir Schach zu geben. Aber zur Not kann ich damit D4 machen. A5, was geht jetzt ab? Trotzdem so, oder? Der Springer ist ein bisschen weit hinten da. Einmal selber. Da B1 droht was. Ja, ne? Nicht heimlich was drohen. Da Satku. Das wäre nicht nett.
Zeit gewinnen, auf Zeit gewinnen funktioniert immer. So, Chat 100%. Ich denke, diesmal kann es keiner stoppen. Außer Eddie vielleicht. Eddie, was ist los bei dir? Was machst du die Tage? Hast du was zu tun? Ich habe nichts zu tun. Dankeschön, Dankeschön, Chat. So, ich habe Eröffnung schwer schlecht gespielt, ne? Ich muss anfangen, Eröffnung besser zu spielen. Schach ist 90% Eröffnung, sag ich mal. Läufer D2 ist nicht der beste Zug, aber whatever. Das hier sollte doch besser sein für mich. Ja, jetzt wusste ich nicht, was ich machen soll. So, Kompi. Turm Fe1. Läufer C2. Diebes Zeug alles. A3. Ja, Kompi steht nicht so auf Stressmal hier, ne? Damit D1 erstmal normal spielen. Kompi war nicht beeindruckt. Turm C2. Das ist ja alles schön gespielt, Jan, schön gespielt. Und hier spreche C5, weil ich leider ein bisschen übersehen von Reiten. Aber irgendwas ja immer. Stabilo Finn, danke für den Sub. Jetzt sah es gut aus. Ah ja, schöne Partie. Niklas, sollen wir zu Hausarbeiten für mich übernehmen, wenn du nichts zu tun hast? Nee, Niklas, bin ich so Bock drauf. Das ist der Grund, warum ich nichts zu tun habe. Ich mache so wenig Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Weiß mal, ob Kramnik mitspielt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Vladi guckt, dass er erst mit rechten Dingen zugeht. Ich hoffe, bei jedem Teilnehmer sind zwei Schiedsrichter und die senden ihre Impressionen an Kramniks Team nach der Partie. Wie soll man sonst gewährleisten, dass hier alles in Ordnung ist? Geht ja nicht anders. Was für Magic Camp mich beruhigt. Ich mache Fenster auf. War es Pause nach der vierten Runde, ne? Ich spiele nur wegen der Pause mit. Boah. Das Schönste am Tuesday sind die Pausen. Stoppuhr 137 Millisekunden Delay gemessen. Okay. Interessant. Mir fragen wir wieder nach Dortmund. Komm, ich mag Dortmund. Kannst du eigentlich Schachbücher empfehlen? Nee, könnt ihr? Ich muss auch ein Schachbuch lesen. Ich lese zu wenig Schachbücher. Oder zu wenig Bücher, period. Die Schachnovelle habe ich gelesen. Ja. Oh, es geht schon wieder weiter. Chat, der ist besser als uns. H4 Para 5. Ah, das heißt Ace 4 Para Ace 5. Also er spielt H4, um dann H5 zu spielen, oder was? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. So, Dame raus. Kann man alles machen, ne? Ich glaube, hier F3 war ein Zug.
B5, so aggressiv? Und was? Ja. Diese Richtung. Kann ich E4 spielen? B4. Wahrscheinlich nicht so toll, ne? Ich war. Ist schon irgendwas schief gelaufen. Wahrscheinlich war A3 nicht so schlau, ne? Jetzt haben wir hier 7, nervt ein bisschen. Schach immer so kompliziert. E6, was soll das? Auf F8 will er, ne? Was angreifen. Schach nicht so kompliziert werden, ne? Chat wäre es echt einfach. Direkt nehmen. Mit so gesagt. Das ist mir alles zu kompliziert.
Hilfe Chat. Vielleicht geht auch nichts. Das geht auf jeden Fall nicht. Klassische Rechenpech. Immer so spannend. So, warum habe ich denn da alles eingestellt? Sollte ohne alles einstellen spielen. Ich denke aber jetzt, wo ich so schlecht geworden bin im Blitz, 2-9, was für ein Schachmonster. Das sind gar keine Schachmonster. Ich stelle nur nicht alles ein. Und hier nach Sprecher B3 war ich auf einmal in Panik, weil ich Sprecher B3 nicht gesehen habe. War nicht besonders tragisch alles. Ich dachte, ich stehe besser, aber Idee, er spreche B3 übersehen und dann war es schwierig zu spielen. Was muss ich machen? Turm D1, ja, ich habe keinen Bock auf D3. Das war mein erster Instinkt, da dachte ich, da D3 nervt. Also das stimmt teilweise. Ah, hier nach spreche B3 war es aber immer tricky. Was habe ich gemacht? So, ah ne, weggenommen, ja, weggenommen, war dumm, ne? Turm die Grundreihe garden lassen. Jetzt war es aber einmal schon schlecht. Turm D3 ging noch. Rechenhose. Man bräuchte Rechenhosen. So und damit der 8. Was soll man machen? Schön gespielt, schön gespielt. Jetzt so im Schach, außer etwas wie bei Dartspielern, die einfach für kurze Zeit einfach nicht mehr wissen, was sie spielen sollen, wie sie richtig spielen. Da gibt es sowas eher nicht. Wie meinst du, so Panik in Zeitnot gibt es natürlich, ne? Also ist auch Trainingssache, aber das war ja eben so auf einmal. Oh je, gibt es Probleme, die man nicht antizipiert hat? Zack, Uhr tickt. Und dann machst du irgendwas panisch. Ja, hauptsächlich. Aber wenn man gesunde Züge macht, passiert es normalerweise auch nicht. Mit wenig Zeit nach Sprecher B3. Zu tricky die Situation. Hätte einfach damit die zwei spielen sollen. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe das im Griff. Aber dann zack. Hast du nichts mehr im Griff. So, war es Pause nach der nächsten, ne? Eine müssen wir noch. Bei Dartspielen haben wir Dartitis, ist dann eher was Psychisches. Ja, Schach ist auch viel psychisch, glaube ich. Schachitis, füllen wir ein. So, geht schon wieder weiter. Bugcrusher. Aber der für Kramnik, wenn es hier wieder einen Bug gibt, haut er weg. So, wir haben doch hier D4, D5, C4, C5 einstudiert. Eigentlich kann es jetzt nichts mehr stoppen. Ich habe mir gesagt, ohne Zwischenzüge, ne? Aber gut, aber gut. Bitte. G3 habe ich gesagt im Video. Die werden alle G3 spielen. Leider vergessen, wie ich gesagt habe, wie es weitergeht. Ich glaube, nur für B4 hatte ich gesagt und dann irgendwie, ne? Dann irgendwas. Ganz egal wo. Rade wahrscheinlich. Fetsche raus. Weg, oder? Buggy Mac Bugface. Nun, Turm D8, Turm C2. Ich spreche D4, ne?
Hat er gesehen. Bug Crusher sieht alles. Da kann niemand mehr was vormachen heutzutage. Gehirn. Muss ja aufpassen, nicht, dass zu viele Figuren hier gleich auf einmal hängen. Das wollen wir ja nun nicht. Hier ist ja Loose Pieces Drop Off oder irgendwie so. Aber erstmal ist noch alles gedeckt, oder? Turm D2, der feine Herr. Feine Herr Positionsspieler. Schicken wir ihn hier. So richtig viel besser steht ja nicht, ne? Oh ja, einfach Züge machen. Bug Crusher spielt ja so schnell und schlecht ist seine Politik, ne? Keine schlechte Politik, ist keine Kritik. Ah, ich glaube, das ist so der General Approach. Spiel langsam und schlecht. Nicht klar, welcher Plan da besser ist. Das wäre mich sogar schon nerven. Oh, na schön, also ja, alles einfach, mache ich das immer. Jan. Warum? Ja, du bist ein krasser Typ. Sorry für die Beleidigung. Oh. Warum? Springer C8. Ach ja, ich liebe Schach. So. Ich dachte, wird's besser. Aber dann doch nicht. Dann doch wieder nicht. Doch wieder alles eingestellt. Hier mir fiel auch nicht mehr viel Konstruktives ein. Da kann ich auf 7 und nichts tun halt, ne? Aber damit ja, kann man sehen am guten Tag. So, Chat, mal Pause. Sorry, dass ich schlecht bin im Schach. Bis gleich. So, ich wäre soweit. Gut, ist alles teuer, so sieht's aus. So toll wie das krumme Ding, was mal ein Rad war. Warum war das krumme Ding so teuer? Wegen dem Unfall, ja, das weiß ich. So, es geht weiter, Chat. Emote only, ihr kennt es. Bis gleich.
Elo ist. Ich habe ihn letztes Mal nicht schon verloren. Kommt mir bekannt vor jedenfalls. Vielleicht ist er auch Eloy ST. Ihr wisst es nicht genau. Nu. Fetch raus. Wenn jetzt einstudiert, wäre ich schon wieder einstudiert auf mich. Ich spiele langweilig. Türm schön in die Mitte. Dann mal gucken. Vielleicht einmal so. Ich wollte nicht, dass er Springer C5 spielt. Okay. Beeindruckend ist auch nicht. Turm C8. Pre-move. Deck da. Kann ich den angreifen irgendwie? E4 passiert, ne? Ah, müssen wir rechnen zur Not. Zur Not mit rechnen dann. Turm D4. Okay, ist nicht so schlimm. Ne, sperren wir damit C7. Spricht auch nicht wirklich was gegen, wenn wir ehrlich sind. Na, ist dann damit C4 nach? Ne, damit C4 geht nicht. Trotzdem komisch aus. Schlagen kann ich so spielen, glaube ich, aber er kann natürlich irgendeinen normalen Zug machen. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. D2 B5 nach das. Ach, Schach, Alter. Da muss ich ganz bescheiden spielen. Sieht schon nicht sehr gesund aus, was ich hier mache. Aber irgendwas ist ja immer. Geh weg. Geh ich auch weg.
Tun wir so, als sei es alles Teil des Plans. Alles von langer Hand geplant, Chef. Müll. Ich spiele so schlecht. So schade. Ich würde lieber gut spielen. Aber es fällt mir leider schwer. Los, kleiner Bebauer. So, fantastische Partie, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Accuracy über 90 war. Uff, war das schlecht. Oh, aber fast, fast. 88 da. Hast du hier schon eingestellt? Irgendwo hier. Ich dachte, ich stehe ein bisschen besser. Turm D3 war ein bisschen clumsy. Spieler D2, B5, schlägt, schlägt. Das war richtig. Hier war ich nicht sicher, was passiert, wenn er schlägt. Einfach schlagen und damit D2. Okay. Ich dann alles eingestellt schon wieder. Jetzt schon ein bisschen besser, dachte ich. Dann habe ich irgendwie angefangen, alles einzustellen. Ja, ich muss den Turm hier drüben halten wie ein normaler Mensch. Ne? Mein Mattplan war ein bisschen optimistisch und Turm G3 war völliger Quatsch. B6 gefiel dir nicht so. Ah, hier sehe ich schon schief gelaufen. Okay, jetzt wurde Zeit ein bisschen knapp. Jetzt haben wir angefangen, das einzustellen. Was soll ich machen, so ein Spar 4. SB7 war besser. Okay, jetzt war. Gute alte Flagging Skills. Heute ohne Breite MC. Die auch nicht genau. Hat ja auch nicht geholfen. Breite MC, du Monster. Hallo, freundlicher Salat. So, Game Rasmus vorne gewonnen. Wo ist Coach Collars? Wo ist. Wie heißt Blühbaum? MSB? MSB2? Schön grüßen. Wie heißt 5?
So, ich wäre soweit. Bleiben wir unserer neuen Geheimwaffe D4, D5, C4, C5. Was kann es Besseres geben? Schnell die Dame raus. Ein paar Tempi verlieren. Die machen alle mit Zwischenzug, ne? Fällt euch auch auf, oder? Ja, G3. G3 war nicht so kritisch, wenn ich mich recht entsinne. Okay, also die Steuerung scheinen wir jede Partie zu kriegen. Wie schlimm kann das sein? Okay, ich muss sie mal ganz studieren. So spielen offenbar alle. Vielleicht kann der A3 einfach den Läufer behalten. Ich weiß nicht, ob ich meinen Läufer hergebe. So, hier hätte ich letztes Mal gesagt, jetzt kann ich Sperr D4 machen. Kann ich immer noch Sperr D4 machen. Aber schon Druckchat. D4, D5, C4, C5 gewinnt forciert. Ich habe es auch immer gesagt. So, Dame muss zurück. Sprech F3 gewinnt die Dame. Irgendwas Besseres? Wahrscheinlich nicht, ne? Nehmen Jetzt tauschen wir. Los. Das Gute ist, wir haben eine Dame mehr. Das Schlechte ist, Steuerung ist noch nicht so klar. Fällt auch nichts ein, leider. Schlimm kann es sein? Die Dame muss ja irgendwas zu tun haben, halt. Dame, du brauchst ja irgendwas anzu. Irgendwelche Angriffsziele oder so. Da muss ich so E3 spielen. Den König ein bisschen zu öffnen. Mal schauen wir mal. Ich mach mal so, oder? Sechs ein bisschen lame aus. Ist immer noch nicht so richtig vorbei, ne? Nicht so vorbei, wie ich es gerne hätte. A4. Alle Zeit der Welt. Da geht den Bauern mal auf doof, oder?
wie rechts, ne? Droht dich gar nichts? Ich hoffe, ich will da was drohen. Da mal drei Köche, eins Drucker, ich so viel, ne? Alte Nichts-Einfall-Problem. Sehr random. So, überzeugende Technik, Chat. Lieber Tico, komm nicht an. Ich muss nur die Öffnung einstudieren. Was? Also so scheint hier jeder zu spät gegen unsere neue Lieblingseröffnung. Läufer B4. Läufer D2 spielen sie alle. Rochade. Rochade, Springer C6. Jetzt spielen sie alle A3. Okay, was ist sonst Dame C1 aus irgendwelchen Gründen? Was soll ich jetzt machen? Ja, Läufer behalten einfach, ne? Wobei, Läufer C3 sieht auch nicht schlecht aus. Ja, so ist auch okay. Und dann Läufer E6. Okay, ich habe mal so gespielt. Läufer schlägt. Das Turm D8 ist falsch. Sieht schon sehr verlockend aus. Okay, ist alles Ausgleich. Turm D8, Dame C1. Also objektiv am besten wahrscheinlich so spielen. Dann Figuren raus einfach, ne? Erasmus zugucken. Erasmus schon fertig, können wir wahrscheinlich nicht zugucken. 5 aus 6, der feine Herr. Ah, das ist Coach Kollers. Coach Kollers am Start. Aber hier offline zu spielen, ist ja auch cheaten. Games kann ich hier auf eine Partie sehen. Ich habe Angst, wenn ich hier irgendwo. Ah, ja, okay. Nichts Spannendes mehr. Wenn ich irgendwo reingucke, dass wir dann hier schon wieder verschwinden von der Bildfläche. Ja, mach
Beschluss, George Foreman. Coach Kane ist korrekt. Spannende Stellung. Kriege mal eine Sekunde dazu. Jack Rogers, wir warten alle auf dich. Kannst eigentlich gar nicht so viel machen. Jack, Alter. Schön gespielt, schön gespielt. Was ist das? Das ist eine Schachstellung? Das sieht nicht aus wie eine Schachstellung. Okay, scheint vorbei zu sein. So, geh weiter, Chat. Ich spiele D4 wieder. Wir haben D4-Modus. Vielleicht muss ich mehr E4 spielen. Wer weiß das schon. Ist das erlaubt, holländisch? Jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, ich spiele eigentlich direkt so mit D6 Dame E8, weil du ein Simon Williams Video mal gesehen hast. Ich matt. Können wir taken? Scheint mich immer noch matt setzen zu wollen, ne? So mein Eindruck. Wollen wir nicht gesetzt werden eigentlich. Ich will immer noch matt setzen, ne? Was für eine Angriffsmaschine, Chat. Ja, jetzt doch mit Figuren rausziehen. Ja, wir spielen ohne Figuren rausziehen. Okay. Okay. B von weg kann links wie rechts, ne? Der Typ verwehrt mich. Na komm. Mach was du willst.
wieder zurück. Gleich vor. Ich soll den Zug machen, ne? Heiße Kirsche, meine Damen und Herren. Ja, ich mag so Angriffsspieler. Außer setzen mich matt, da mag ich sie nicht. Was hier Theorie ist halt nicht so richtig matt, ne? Dann sparen wir die 7, soll er schon machen. Und dann da jetzt hier zwei Türme in die Mitte. Also der Plan sieht natürlich verlockend aus, da kann man sich leicht merken, ne? F5. Und Dame hier hin. Ah, das sollte nicht besonders gut sein. Aber. Oh, hier Springer E4, dann wäre es spannend geworden. Tricky. Das wäre clever. Ich dachte, hier ist schon finished. Noch Springer E5. Springer E4 ist hübsch. Hier. Will ich wegnehmen. Auf einmal, ich Springer Pech. Interessant. Okay, so wie Francesco gespielt hat. Hier hat er halt echt nicht so viel an. Ideal gespielt, ich glaube, ich hatte immer alles einigermaßen im Griff. Mal gucken, wie ich nochmal alles eingestellt habe. Aber so viel mehr hat es schwer eigentlich. Obwohl, das soll ich nicht sagen. Ich bin sehr in der Lage, die Erstellung alles einzustellen. Lupada, Lupada gönnt eine Runde, danke für die 10 Subs. Danke, Lupada. So, wo ist Coach Collars? Wir sind alle nicht mehr am Start. Lieber Weißwein oder Rotwein? Ich bin allgemein kein großer Weintyp. Aber wahrscheinlich lieber Weißwein, wenn ich die Wahl habe.
Schnell weiter Chat. Ich weiß nicht, was weitergeht, aber ich mache einfach mal. Was ist hier unten eigentlich los? Das Bildschirmrandpech. Immer weiter. Ich wäre soweit. Genau, jetzt passiert was. Oh, der klingt stark. Dora Bailey. Was machen wir? Schön sitzt sie wieder. Wahrscheinlich soll ich E5 spielen, ne? Gegen gute Spieler soll ich wahrscheinlich eher E5 spielen. Hier bin ich noch nicht so pro. Ah, das spielen die auch selber alle, ne? Der Spieler ist so schnell, der kennt das gleich, Chat. Ich muss mir die Rechenhose anziehen, ne? Ich kann nicht einfach so irgendwas ziehen. Der Schirm ist so kompliziert. Schneid der 6. Fühlt sich schon komisch an. F5 war wahrscheinlich nicht der Zug. D5. Mit der Gesamtsituation schon unzufrieden. Nein, nützt ja nichts. Naja, sieht das nicht gut aus, Janet. Ach ja. Ja, was habe ich falsch gemacht? Wahrscheinlich war F5 falsch. Wir wollen Schach gehen. Das ist der Plan. Ich will nicht, dass wir Schach geben, ne? Nicht besonders nett. Okay. Ich würde sogar einen Schach geben.
Läufer ist er immer tot, ist das Problem in der Stellung. Aber versuchen wir in der Zwischenzeit rumzunerven, wo wir können. Ich bin hier so ein bisschen matt, okay, ich habe 8 und ich kann die Turm G8 spielen, wegen Springer 7 matt. Muss ich auch ein bisschen drauf achten. Ah ja, was haben wir? Hat er berechnet? Das wirkte berechnet auf mich. Schon wieder immer schief gelaufen. Hier ist was schief gelaufen. Ich bin leider hier matt da hinten. Was mache ich auch mit meiner Dame auf A3? Ich weiß, Chat, mein Optimismus ansteckend. Ich bin da unten. Tor 4, schön gespielt, schön gespielt. Ich bin nicht ein Drecksläufer los. Ich bin leider auch die Dame los. Drecksläufer weg gut, Dame weg schlecht. Das war's schon wieder, ne? Keine Tricks. Ich sehe keine Tricks leider. Ne, schon gespielt, schon gespielt. Das war immerhin eine Schachpartie. Das Schlechte ist, dass ich verloren habe. Das Gute ist, es war eine Art Schachpartie. Ich muss trotzdem einfach besser spielen. Aber mal gucken, ey, was habe ich in der Öffnung falsch gemacht? Ich spiele immer diese Zocker-Variante hier im Blitz normalerweise. Ich die seriöse Hose und dann spiele ich ja E4, E5, aber dann ziehen wir halt irgendwie die Figuren hin und her und ich verliere auf Zeit. Das kann eigentlich die Lösung sein. Und das hier, die meisten spielen so. Turm C1, eine F5 war sogar richtig. Heißer Sprint D6, jetzt geriet ich in Panik. Sprint D5. Ich habe Sprint D5 überlegt tatsächlich. Ich dachte immer G3 einfach. Ja, dann schlägt und E5. Okay, hartes Zeug. Ja, man muss brutal spielen, diese Variante, weil sie positionell ein bisschen sass ist. Okay. Nächstes Mal wissen wir es. Aber wenn noch so ich Turm C1 treffen würde, wer weiß. Was habe ich gemacht? G5. Ja, das war ein bisschen viel des Guten. So, jetzt habe ich ihn, jetzt hat er es eingestellt, irgendwo hier. Hat er auch. Aber dann habe ich es wieder zurück eingestellt. Ja, hier habe ich irgendeinen Schwachsinn gespielt, ne? Irgendwo mit der Dame. Einfach einen Bauern wegnehmen. Was dachte ich? Ja, ich dachte, schlägt und Turm G1. Ah, habe ich Dame D5 schon.
Das kann man sehen. Am guten Tag. Ja, hauptsächlich, wenn es kompliziert wird. Ich verliere ein bisschen schnell den Faden immer. Hier ist alles Bullshit. Jetzt die Stellung war gar nicht so schlecht, denke ich. Also vielleicht ein bisschen schlechter. Aber hier hätte ich mehr tun können. Hier habe ich wieder irgendwie angefangen, Quatsch zu machen. Also ich sollte wahrscheinlich nicht zulassen, dass die Dame sich hier durchfräst. Das ist ja auch noch stark gespielt hier, Dame G5. Habe ich nicht kommen sehen. Und die Stellung ist einfach nicht zu halten. Naja, für meine Verhältnisse war es eine vernünftige Partie. Aber man muss natürlich trotzdem besser spielen. Theoriehose. Die Chance so wäre es halt auch so gut wie unmöglich, da irgendwie den Weg zu finden. Nicht G5, sondern Springer D5. Auch sehr logisch. Schöne Partie. So, ist noch eine und dann Pause oder ist gleich Pause? Das waren die German Boys, jemand vorne dabei. Blühbaum, alte Schachmaschine. Coach Koller ist aber sie auch nach vorne. Rasmus Swane auch da, alle am Start. Jetzt ist Pause. Alles klar, mal Pause Chat. Bis gleich. So, von mir aus kann es weitergehen. Gibt es irgendwo einen Countdown, wie lange die Pause geht oder so? Spielen die alle noch? Können die noch alle spielen? Ah, ist schon weiter zu gehen. Bis denn. VD-Coach. Heute sind wir D4-mäßig unterwegs, ne? Heute ist D4-Tag, haben wir gesagt. Was ist ein VD-Coach? Was unterrichtet er? Virtual Depression. Da ist der Coach. Ohne Königsinne, hat man gesagt. Ihr wisst ja, wie sie sind. Links wie rechts. Spielt es einfach so. So quatschmäßig. Was muss ich machen? L3. Dann schlägt er und schlägt er, ne? Ist das ein guter Zug? D5 ist immer prinzipiell. Aber ich will gegen solche Systemspieler eigentlich mal ungern D5 spielen. Sondern wir wollen es weird halten. Jetzt stehen wir nicht so gut, ne? Es war nicht so schlau, wie ich es mir erhofft hatte. Ich wollte eigentlich Spray 2 spielen. Dann schlägt, schlägt, Spray 5. Mal gucken, was passiert. Ja, ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden. So toll aus. Hat er gesehen, oder? Schnell Dame tauschen.
liegt einfach alles. Ist auch alles Schlamm, ne? Nützt nichts. Machen B5 wahrscheinlich, ne? Wollen wir halten. Das ist mein Nachdenkgesicht. Er scheint auch nachzudenken. Lass dir Zeit, VT. F3 wäre ein bisschen weg. Gönn dir. Nimm alles weg. Nur die Bauern schlagen oder soll ich die Bauern nicht schlagen? Ich weiß es doch auch nicht, was man hat, ne? Zaubermaus? Ist er im Zaubermaus-Modus, Chat? Ich glaube, wir hätten gesagt, ohne Zaubermaus. Aber okay. Bei 5 Schach immer auch machen können. Einen guten Tag. Technik, die begeistert, ihr kennt es. Ah, die Zeit fällt. So, was hat er schon wieder falsch gemacht? Hier D5 ist halt der beste Zug, ne? Wahrscheinlich muss man einfach hier prinzipiell spielen. DC ist wahrscheinlich einfach nicht gut. So, Schreif D7, schon gespielt. Und D2. Ja, das war alles nix. Ja, jetzt E6, dachte ich. Turm D2, ne? Turm D2 können wir auch nicht sehen. Das ist zu kompliziert für uns. Turm D2 Engine ist so schlau. Brilliant.
Das ist zu kompliziert für unsere Verhältnisse. Ich dachte eher 6 einfach. So ungefähr Ausgleich. Prellerchen, dafür Prime Sub. So, jetzt schaue ich uns ein bisschen besser so gefühlt. Und Lauf F8 war zu sehr gezaubert, ne? War im Zaubermaus-Modus, war jetzt eine F6. Ist schon schwer. Das sollte gewonnen sein. Trotz meiner berühmten sportiven Manöver. Hier, Spray von Fake schon sehen können. Einen guten Tag. Naja, er war es immer. Okay, Chat. Wie lange geht der Lachs noch? So, Runde 9, 2 noch, ne? Österreich Gruppensieger. Ich habe immer gesagt, der Ralf Rangnick, der ist ein Fuchs. Habe ich immer gesagt. Wo sind die German Boys? Blübi ist am Start. Coach Koller ist auch am Start. Wo ist Game Rasmus Zwane? Naja, wird schon am Start sein. Rasmus nur 6 aus 9. Unterirdisch. Wer denn 6 aus 9 Chat? Cringe, Alter. So, Chat, wir versuchen uns jeden Teil der Tuesday einen halben Punkt zu steigern. Also nach meinen Berechnungen 2025 müssen wir gewinnen. Doch, es müssen wir gewinnen. Doch, 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 Flapper, wir wollen das nicht, und nicht übertreiben. Es geht schon wieder weiter. Haltet die Fresse. So sag mal, oder? Halt deine Schnauze. Wir übernehmen. So, ich spiele weiter meine Drecksvariante. Ja, muss ich da mal aufhören. Aber hier jubeln will auch nicht so spielen. Was machen wir jetzt? So. Was ist das für ein Quatsch? Das kenne ich nicht. Aber wie schlimm kann es sein? Wirkt einstudiert, ne? Habt ihr auch den Eindruck, dass Jubeln das einstudiert hat? Spielt das recht flink. Aber wie gesagt, wie schlimm kann das sein? Jetzt doch mal nachdenken, jubeln. Er heißt gar nicht jubeln, ne? Das ist Julben. Ich nenne dich jubeln, wenn es okay ist. So weit, so gut. Ich habe den Eindruck, er wollte mir irgendwie gemeine Sachen antun. Hatte ich auch das Gefühl? Der will schon wieder gemeine Sachen machen, ne?
Ich kann doch nicht rechnen. Fühlt sich sehr falsch an. Läufer B3 war schon richtig. Ja, ich konnte nicht rechnen. Das alte Rechenpech. Das war ein bisschen lame. Lame miserable nennt man mich auch in der Schachszene. Macht aber auch Stress, ne? Läufer ist ungedeckt und Läufer B4. Sollte ich idealerweise nicht einstellen. Vielleicht können wir zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. D4 war gemein. Das Klappenschlagen doch nicht so gut geklappt, ne? Ein legaler Zug. Scheint ein legaler Zug gewesen zu sein, ne? Hab ich auch wieder nicht gesehen. Haben wir uns das Leben wieder etwas mehr kompliziert, als ich es gern gehabt hätte. Warum Schach so kompliziert?
Scheiß mir zu anstrengend, Chat. Zu langsam. So, wir haben alles eingestellt zwischendurch. Was ist diese Variante? Ich weiß nicht, dass es Dreck ist, aber Dreck einstudieren wert die Zeit, ne? GF, EFD5 funktioniert, GF4 kommt schon mal rein. Scheiße, und D3. Spray E7. Gerade dann irgendwie Gambul. So, schlägt. Jetzt kann man gleich beides machen. Ja, A6, A6. Ja, ist alles gut. Okay, ist halt eine Quatschvariante, ne? Naja, und dann später, weil ich wieder alles eingestellt habe, hier stehe ich besser. Obviously. Hätte den Läufer vielleicht einfach behalten sollen. So, jetzt kann ich nicht rechnen, was ich schlagen sollte. So einfach, ne? Anspreit D6 Läufer G4, A Läufer G4 ist der Trick. Ah, kann man drauf kommen können. Kann man drauf kommen können? Deutsch kann man drauf kommen können. Na gut, danach gab es viele Dramen und Missgeschicke. Laufen gar nicht mehr so viele Partien. Sie spielen Sizi. Ja, ich bin ja E4, E5 Typ. Ein Blitzen. Schön Sizilianer. Warum nicht? Warum nicht? Die Partien können auch alle in die Datenbank, ne? Das wird zum einen peinlich für mich. Zum anderen muss ich hier natürlich dann irgendeinen Quatsch spielen. Um die Leute in die Irre zu leiten. Alles hier Long Con. Für die Bundesliga-Saison. Aber eins die guten Blitzspieler haben ja meist auch ein Blitzrepertoire, was sie dann jede Partie spielen. Was, glaube ich, ein bisschen gefährlich auch sein kann für Classical Chess, weil man halt ja ein bisschen natürlich dann in seinem Blitzmuster hängen bleibt und nicht mehr ernsthaft arbeitet, was ich sowieso nicht tue. Aber für jetzt Leute, die noch aktiver sind, kann das eine Gefahr sein. Ein Blitzen, weil die Leute sich ja nicht vorbereiten auf die Partie, ist schon logisch. Ein fixes Repertoire zu haben, was möglichst scharf ist, um das herunterzuspielen. Kein Balatro mehr, Christi. Wir versuchen runterzukommen von dem Zeug. So, Chat, es geht schon wieder weiter. Bis später. Heute ist E4, haben wir gesagt, ne? Sehr Yahoo. Schönes Damengambit. H6, diese Politik. Tja, kann man alles machen, ne? Heutzutage kann sie links wie rechts spielen. Stellung. Nichts Besonderes für mich, ne? Ich habe den weirden Doppelbauern. Was will er? Wir sprechen auf D6. Was will ich? Turm schön in die Mitte. H3 ist ein bisschen lame, mir fiel nichts ein so richtig. Das war ein bisschen lame.
8, ist ja alles egal, ne? Ist ihm alles egal. Wir träumen von Frieden. Mir fällt nichts ein. So, dann kommt Dame F5, ne? Mir fällt nichts ein. So, ewig nachdenken, dann irgendeinen Zug machen, ist immer eine gute Taktik. B3 auch so random. Das kann er wegnehmen und Springer 6, ne? Ja, das stellt immer was ein, wenn man ewig nachdenkt, dann irgendeinen Zug machen. Nicht. Ach, Dame F5 natürlich auch nicht schlecht. Fällt auch immer noch nichts ein. Also weiter random zu gehen. Sollen uns die Passivhose anziehen, ne? Dieses Manöver. Naja, mir fällt trotzdem noch nichts ein. Also weiter random Züge machen. Oh, zeigt euch auch nicht mehr. Ah, und schon stelle ich alles ein. Dafür bin ich berühmt. Sofort paniken, sobald irgendwas los ist. Ach, Herr Chat, das wäre nächstes Mal hier. Nee, zu langsam, zu schlecht.
Was da los? Kramnik? Ist das ein Blick? Alles schön gesehen, ne? Hast du schön gesehen. Ah ja, keine Tricks, ne? Ah, auch keine Zeit mehr. Okay, stimmt auch nicht mehr. Sehr gewonnen. Aber wenn ich auf Zeit verlieren würde, ist halt sehr weit Turm nach Hase, von H7 nach B7. Naja. Too weak, too slow. Aber immerhin heute, abgesehen von der Partie, wo ich einzügig alles eingestellt habe, einigermaßen Schach gespielt. Also die Partie war schlecht. Aber es sieht ein bisschen aus wie Schach wieder, was ja ein Fortschritt ist. Ich denke, gib mir noch 7, 8 Jahre und eine Zeitmaschine. Und dann können wir wieder Title Tuesday spielen. Ja, hier ganze Partie ein bisschen schlechter gestanden. Dann hier zwischendurch war es bestimmt mal Ausgleich, als er Quatsch gemacht hat. Aber die Struktur ist halt nicht so toll. Ich sollte auch nicht diese Läufer R4, E4 Strukturen spielen. Erstens verstehe ich die nie. Andererseits sind sie halt schwerer zu spielen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ein guter Zug ist, aber die Strukturen sind zu kompliziert im Blitzen. Bammelmärz halt schade wäre mir gewesen. Aber ja, am Ende wahrscheinlich auch zwischendurch ist auch völlig verloren. Das sollte Remis sein, ja. So, haben wir gewonnen. Ne, Magnus Carlsen hier noch. Trotz Formkrise noch Dritter geworden. Schön gespielt. Knapp hinter Hans Niemann. Ich denke, Kramniks Team. Kramniks Team wird das durchchecken. Dennis Lazarevic. GG. Das haben die German Boys gemacht. Blühbaum wir mal stark. 9 aus 11. Chavis, wir machen Olympia-Aufstellung. Streng nach Title Tuesday-Ergebnissen. Wo sind die alle? Jetzt bin ich schon bei mir, da müssen wir ja 7, 8 verpasst haben. Wir träumen von So, Chat Top 100, deutliche Steigerung. Nächstes großes Ziel, Top 50. Ich scroll bestimmt noch immer den Jungs vorbei. Ich bin blind. Da ist Coach Kollers. 8 aus 11. Collars meinte, und hier ist Rasmus, 7 aus 11, ja. Kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. Coach Collars meinte, im Stream ist doch ablenkend. Deshalb jetzt mit Fokushose. Aber Coach Collars, Alter, wir wollen den Stream sehen. So, JP will Millionen mit Sportwetten gewinnen und dabei gut aussehen. Kannst mir ja Tipps geben. Ey, das Sportwetten, den kriegst du hin, aber das Aussehen, uff, Mr. JP, das wird nicht leicht. Ist ein Aufwärtstrend, TT Tower. Also ist immer noch schlecht gegen jeden ernsthaften Spieler verloren. Aber eins nach dem anderen.